Weiter geht es mit einer weiteren Folge Bausimulator. Wir machen weiter mit dem Stadion DLC. Ja, das Stadion ist noch in weiter Ferne, davon sehen wir noch nichts. Ich gehe mal davon aus, dass es da hinten gebaut wird. Wir bauen momentan erstmal die Infrastruktur für das Stadion. Genau, und zwar wird hier aktuell eine Fußgängerbrücke gebaut, damit dann die ganzen Einwohner von der Ortschaft hier vom Wohnviertel quasi bis zum Stadion laufen können. Und ja, wir sind hier eigentlich schon recht weit fortgeschritten. Wir sind bei 86%. Die Brücke ist also so gut wie fertig. Wir müssen da hinten auf jeden Fall jetzt noch ein paar Treppenstufen gießen. Und damit machen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Wir haben in der letzten Folge hier schon mal den Betonmischer quasi positioniert und auch schon die Betonpumpe. Und deswegen können wir eigentlich einsteigen, können das Gießen beginnen. Und dann sind wir damit, denke ich mal, recht schnell fertig. Und dann freue ich mich schon auf den nächsten Auftrag. So. Gießen wird eingeschaltet, dann dreht sich die Trommel in die andere Richtung, dann läuft das Betongedöns hier schon raus und ich habe die Betonpumpe und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt da hinten dran kommen, weil es ist ja doch ein ganz schön weites Stück weg, aber normalerweise mit der Betonpumpe, das ist ja die größte, wenn ich mich da jetzt nicht irre, sollten wir da schon irgendwie dran kommen da hinten, genau. Ja, erstmal alles aufklappen und ausfahren und hoffen, dass wir keine Lampen oder Baustrahler hier irgendwie umnocken, aber das scheint ganz gut gepasst zu haben und dann geht es auch hier schon los mit den ersten Treppenstufen. Soweit, so gut würde ich sagen, wir kommen da schon mal fast dran. Jawohl, dann würde ich jetzt hier einfach mal das Gießen beginnen. Ich mache es aber einfach wieder über die Schultertaste vom Xbox-Controller, das geht einfacher als jedes Mal da das irgendwie zu aktivieren und dann verteilen wir hier einfach mal ein bisschen Beton, genau. Und dann kommt wahrscheinlich noch irgendwie was hier oben rum, weil wir haben ja noch gar kein Gelände oder so auf dieser Brücke. Das heißt, man kann noch rechts und links runterstürzen. Da haben wir noch Metallbauteile da. Die werden wir dann wahrscheinlich noch mit dem Kran anbringen müssen, denke ich mal. Und dann mal weiterschauen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was als nächster Auftrag dann kommt. Wird auf jeden Fall spannend. So. Den Kran haben wir auch noch dastehen, den kleinen. Wir sind eigentlich recht gut damit zurechtgekommen. Klar, mit dem großen Kran hätten wir uns vielleicht das ein oder andere mal umparken, sparen können, aber ich finde den kleinen eigentlich recht knuffig. Und für die meisten Aufgaben kann man den auch wirklich gut verwenden. Und der nimmt halt auch nicht ganz so viel Platz weg, wie jetzt der doppelt so große Kran. Da ist natürlich auf so einer Baustelle irgendwie auch ein bisschen angenehmer alles. Ja, und wenn wir mit dem Auftrag fertig sind, werden wir auch alle Fahrzeuge hier wegfahren müssen, weil ich glaube, es ist nicht so gut, wenn wir die hier einfach auf der Bundesstraße stehen lassen. Das wäre nicht so ganz vom Vorteil, wäre nicht ganz so safe für die Fahrzeuge, nicht so ganz für die Fahrzeuge, die vorbeifahren. Da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten, dass wir die dann wegstellen oder einlagern. Aber ich glaube, wir fahren die einfach weg, hier unten zum Stadiongelände dann. Das passt dann schon. So, da ist uns leider jetzt das Material ausgegangen. Das heißt, wir stürmen hier nochmal ganz kurz zu dem Fahrzeug hin, füllen einfach alles wieder auf und schalten das Gießen wieder an und dann geht's wieder in die Betonpumpe. Ihr kennt die Spielerei. Genau, so. Dann sind wir auch schon wieder da und dann können wir wieder hier weiter gießen. So, wir haben jetzt hier insgesamt 27%. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir haben ja keinen Zeitstress, wie gesagt. Also können wir auch einfach ein bisschen das Betongießen genießen. Hier die Stufen müssen wir auch noch ein bisschen ausfüllen. Und da oben komme ich jetzt nicht mehr so gut dran. Da müsste ich alles wieder hochfahren hier und zusammenklappen. Und das wollen wir jetzt gerade mal nicht machen. Aber hier die können wir wenigstens noch ein bisschen ausgießen. Damit wir da später keine Probleme kriegen. Und dann können wir hier weitermachen. Hier kommen wir auch ein bisschen besser dran. Da oben ist ein bisschen tricky mit der Betonpumpe. Da ist sie doch ein bisschen groß für. Da wäre es mit der anderen besser, die wir da hinten stehen haben. Aber die hier ist auf jeden Fall für das Gebiet hier wunderbar geeignet. So, hier oben füllen wir auch nochmal ein bisschen was rein. Hier auch bei der Stufe. Hier auch. Ups, da geht ein bisschen was daneben. Bisschen Schwund ist immer, passt schon. So, hier die füllen wir auch noch voll. So, die nächste Stufe wartet schon. Und dann sind wir gleich schon durch. Damit. Und
Ups. Geht ein bisschen wieder daneben. Ah, passiert. Die Bedienung von der Betonpumpe ist aber auch echt immer eine Herausforderung. Also da braucht man sehr viel Spielzeit, dass man das so einigermaßen hinbekommt. Selbst dann geht manchmal noch ein bisschen was schief. Aber naja, gut. Das Gröbste kriegen wir hin. Gröbste kriegen wir hin. So, Baumaschine ist schon wieder leer. Dann muss ich gerade einfach nochmal nach hier hinten springen, nochmal auffüllen. So, befüllen und gießen wieder an. Ups, da weiß man wieder nicht genau, in welche Richtung man rennt. So, wunderbar. Ups. Unten sehen wir übrigens auch schon, beziehungsweise da hinten sehen wir auch schon eine Werbetafel zur neuen Arena. Also das kann nur da unten das Grundstück sein. Anders würde ja auch hier die Brücke irgendwie keinen Sinn ergeben. So, auf den ersten Blick sieht das Gelände aber gar nicht so riesig aus vom Weiten, oder? Wahrscheinlich dann, wenn wir da durch die Gegend fahren dann und den Boden abtragen und so weiter und so fort, wahrscheinlich wird es dann ein früher oder später richtig riesig vorkommen. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt kommen wir hier auch langsam ans Ende. Nach, beziehungsweise, ne, wir können noch ein bisschen ausfahren. Da geht noch was. Da ist noch was möglich. Das war's. Sehr schön. Dann würde ich jetzt hier nicht zusammenklappen, sondern würde erstmal hier den Micha wegfahren. Schalten wir gerade mal aus und dann fahren wir damit erstmal zur Seite. Ich denke mal, den brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich stelle den schon mal hier in die Ausfahrt rein. Haben wir gerade was berührt? Eigentlich ja nicht. Hm. Genau, jetzt können wir die Betonpumpe zusammenklappen oder wir packen halt erstmal hier aus, damit wir sehen, was Sache ist. Das ist das Dach, okay. Alles klar. Und das ist dann wahrscheinlich hier wieder Dach. Aber dafür muss ich hier die Maschine gerade mal wegfahren. Ich stehe da wieder in irgendeinem Bereich drin, was das Spiel überhaupt nicht mag. Ich bin am Überlegen, ob wir das Fahrzeug auch schon mal hier runterfahren. Das sieht aber jetzt ein bisschen arg steil aus. Wir versuchen es mal mit ganz viel Gefühl. Ah, schleift ein bisschen, passt aber. Jawohl, Stoßstange vorne braucht eh niemand. Und wir hängen fest. Ah, super. Ich hab's gehofft, wir schaffen's. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, dann fahren wir halt vorwärts runter. Da vorne ist nämlich nicht ganz so steil, wenn wir hier so leicht schräg runterfahren. Ohne zu kippen, ohne zu kippen. Genau. Ich will nämlich hier die andere Fahrbahn schon mal so ein bisschen frei machen. Können wir also hier schon mal hinstellen. Und jetzt brauchen wir wieder unseren Kran. Bin nur gerade am Überlegen, ob wir von der Position aus überall drankommen könnten. Könnte man, glaube ich. Dann bauen wir doch einfach hier den Kran mal wieder auf. Wobei ich, glaube ich, den Kran einmal wenden würde. Das machen wir gerade mal. Ja, da kommt wieder der kompakte Kran bei raus. Ja, man kann hier locker wenden mit dem großen Kran. Wäre das jetzt schon wieder ein größerer Akt. Aber ich denke, wenn wir hier stehen bleiben und aufbauen, müsste man wahrscheinlich da drüben auch dran kommen an die Teile. Das sollte eigentlich gehen. So, ich würde gerne wieder in der Ego-Perspektive hier arbeiten. Finde ich einfach viel spaßiger und viel realistischer, als wenn man mit der Außenansicht hier arbeitet. Ich gebe mir dann auch immer irgendwie ein bisschen mehr Mühe, wenn ich hier in Perspektiven arbeite, die mir am besten gefallen. Ich hoffe mal, es ist für euch okay. Aber ich finde es einfach so viel spaßiger irgendwie. So, genau, hängen wir an. Ziehen wir mal hoch. Schwenken noch so ein bisschen hier rum. Damit wir nicht an die neue Brücke direkt dran stoßen. Und jetzt bin ich mir überlegen, ob wir erstmal ganz da hinten hingehen. Normalerweise müsste man hier vorne direkt weitermachen. Dass wir da weiter ansetzen. Machen wir erstmal hier weiter, genau.
So, wir lassen mal ein bisschen ab. Ja, jetzt wurde natürlich die falsche Stelle hier markiert. Jetzt müsste es passen. Lassen langsam ab, langsam ab, langsam ab. Und passt. Sieht doch wunderbar aus. Gut, dann hängen wir direkt mal das nächste Teil an. Dafür lassen wir gerade mal den Haken ab. Den Kran hat schon ein bisschen weiter ausgefahren. Bisschen was geht noch. Also wir haben noch Reichweite. Denke mal drüben an die Teile, kommen wir schon noch irgendwie dran. Ich hoffe es zumindest. Und ja, jetzt müssen wir hier mal gucken. So. Dann hängen wir da auch mal den Haken an. Und heben hoch. Sieht so aus, als wäre das an den Kran quasi mit Magneten gesichert. Wir hatten auf der Arbeit auch so Magneten. Damit wir die ganzen Metallplatten transportieren konnten. Ist schon krass, was die so für eine Kraft haben können. Okay, das passt auch. So, fahre ich den Kran gerade noch mal ein bisschen weiter aus. Ich hoffe wirklich, dass der jetzt hier reicht von der Reichweite. Wir nehmen jetzt erstmal das Teil hier auf. Dann fehlt noch ein weiteres. Das ist halt noch mal ein Stück weiter hinten. So, wir ziehen das einfach gerade mal hoch. Ich schwenke schon mal so ein bisschen um. Dann heben wir hier noch mal ein bisschen höher, dass ich das Teil auch wieder sehe. Hab ja keine Einweiser oder so. Ich muss ja alles hier selber erkennen können. Ah, das ist wieder das Falsche. Jetzt ist das Richtige. Perfekt. Langsam ablassen. Passt auch ganz gut. Klappt in der Ego-Perspektive auch irgendwie 10-mal besser als in der Außenperspektive. Und ich hoffe, ich kann den Kran jetzt noch weit genug ausfahren. Ich bezweifle es ein bisschen. Bisschen was tut sich noch. Ich sehe gerade halt auch leider überhaupt nicht den Haken. Ich denke aber mal so ungefähr. Aber eigentlich müsste der Haken schon unten sein. Ich habe kein Geräusch gehört, deswegen schwenken wir nochmal ein bisschen um. Es müsste hier irgendwo sein. Naja, wir gehen mal in die Außenperspektive. Ich sehe es gerade leider nicht genau, wo wir hängen. Ach, da. Müssen wir noch ein kleines bisschen runter. Jetzt können wir ablassen. Perfekt. Ja, da wäre halt jetzt ein Einweiser gut gewesen, dass man das gut erkannt hätte. Aber das passt schon. So. Dann drehen wir gerade einmal gefühlvoll zur Seite und lassen das Teil hier ab. So, ganz langsam. Ist angesnappt. Noch ein bisschen rüber. Oder auch nicht. Passt. Gut, dann sind wir bei 100%. Es fehlt aber immer noch der Schutz für die ganzen Fußgänger. Wir können ja gerade nochmal gucken oben, aber da war schon letztens nichts. Ja, hier fehlt noch komplett das Geländer. Du kannst rechts und links überall runterfallen und hier oben genauso. Hui! Muss das so? Wahrscheinlich wird es dann vollendet, wenn wir hier alles weggepackt haben und weggefahren sind. Ist halt jetzt gerade erstmal so im ersten Moment ein bisschen merkwürdig. Dass wir das halt nicht dran bauen. Gut, das heißt, wir müssen aber jetzt sehr wahrscheinlich hier von der Bundesstraße runter. Da steht auch schon der Kollege, mit dem wir gleich reden müssen. Ja, fahren wir mit den Maschinen runter, würde ich sagen. Bringen die gerade mal zum Stadiongelände. Ich hoffe mal, dass es da dann weitergeht. Aber die Fahrzeuge jetzt halt hier auf der Bundesstraße stehen lassen, wäre halt ein bisschen merkwürdig. Na, Stau hier. Ach, ich komme hier so gar nicht so einfach darüber. Hab gehofft, dass ich hier einfach drauf fahren kann. Das Gelände aber leider nicht. Wir müssen hier nochmal rechts abbiegen. Coole ist, wir sind dann direkt am Kieswerk dran. Das heißt, wir könnten dann auch, wenn wir Kies holen müssen, einfach mal wieder zum Kieswerk fahren und könnten dort den LKW auffüllen. Wenn wir hier dann schon direkt eine Baustelle gegenüber haben. Kieswerk, Stadion. Kieswerk, Stadion. Die Friedenberg Arena. So, ich wollte die Fahrzeuge da hinten hinstellen.
hier irgendwo. Keine Ahnung. Einfach mal auf die Grünfläche drauf. Denke mal, da stört es dann niemanden. Kann ich auch hier hochlaufen, sehr wahrscheinlich. Ganz sportlich hier hochsprinten, über die Leitplanke drüber. Jawohl. Ja, das Fahrzeug muss ich auch noch irgendwie wegkriegen. Können wir aber eine Schnellreise zum Kieswerk machen, theoretisch, und dann gut ist. Kann ich hier runterfahren mit dem Teleskoplader? Ich würde es dem fast zutrauen. Wir probieren es mal. So, also ich wollte jetzt hier so schräg hinfahren, dann da schräg zurück. Da ist zwar ein bisschen steil, aber das kriegen wir schon hin. Der muss ja auch mal ein bisschen Gelände aushalten können. Oh, oh, das wird doch steiler als gedacht. Aber das kriegt das Fahrzeug hin, ist gar kein Thema. Ja, perfekt. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Haben wir noch den Kran? Den Fahrmischer, Betonpumpen, Gedöns und hier den Multi-Auflieger. Da werde ich dann ein bisschen Geisterfahrer machen müssen. Oder halt Schnellreise zum Kieswerk. Ich würde jetzt erstmal hier meinen Lieblingskran nehmen. Ich finde den irgendwie knuffig und praktisch. Und ich finde, der hat doch eine krasse Reichweite, auch wenn er so klein ist. Ah, hier habe ich auch noch das Fahrzeug rumstehen. Ich mache gerade erstmal den Auftrag fertig, dann machen wir die Schnellreise, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde hin und her gurke. Machen wir jetzt lieber hier erstmal den Weg frei, stellen die Fahrzeuge in die Abfahrt rein. Da habe ich schon mal zwei Fahrzeuge weggebracht. Genau, den Multi-Auflieger muss ich auf jeden Fall noch wegbringen, weil der steht hier falsch herum auf der Fahrbahn. Deswegen wäre es schon, glaube ich, ganz gut, wenn wir den hier wegbringen. Wenden kann ich den auch nicht. Entweder Schnellreise oder vorne rausfahren. Vorne rausfahren wäre aber auch irgendwie ein bisschen doof. Machen wir eine Schnellreise hier zum Kieswerk. Genau. So, sind wir beim Kieswerk. Licht machen wir auch mal an. Ich hole wieder aus wie so ein Großer, und dabei brauche ich das bei diesem Aufleger gar nicht. Das ist immer mein Problem. Ich hole immer aus mit den Dingern und dann schwenken die hinten so sehr aus, dass ich überall hinten dran dotze. Wobei ich gar nicht ausholen müsste. Das ist immer sowas, was ich bei dem Ding hier falsch mache. Deswegen mag ich den nicht so. So. Wir fahren auch einfach mal hier auf die Wiese. Dann machen wir alle Lichter aus. Parken mal hier. Gut, dann mache ich jetzt gerade nochmal eine Schnellreise hier oben hin. Ja, auf dem Vorschaubild sieht man ja auch schon das Gelände an den Treppen dran. Also, hallo Kollege. Wie ich sehe, wird das hier ein leichtes Spiel. Da beschwere ich mich nicht. Du stellst dich echt gut mit dem Asphaltmischer an. Ich meine mit dem Betonmischer. Ach, du weißt schon, was ich meine. Wie auch immer, welcher Verein ist eigentlich dein Favorit? Wenn es etwas anderes ist als Friedenberg, muss ich dir hiermit leider die rote Karte zeigen. Keine Sorge, ich mach nur Spaß. Zumindest so lange, bis Friedenberg wieder droht, aus dem Pokal zu fliegen. Ja. Gut. Sogar mit Beleuchtung. Fußgängerbrücke abgeschlossen. Sehr schön, dann haben wir den ersten Auftrag vom Stadion DLC erfolgreich gemeistert. Und ich stehe hier auf der Straße rum, während schon wieder der Fahrzeugverkehr hier entlang fährt. Super Sache. Gucken wir mal, dass wir hier
den nächsten Auftrag annehmen und dann die anderen Fahrzeuge hier direkt dahin porten dann. Genau. So. Was haben wir denn hier jetzt für einen Auftrag? Das sind dann die Tribünen. Boah, das sieht schon riesig aus auf dem Vorschaubild. Ich will trotzdem hier auf die Kampagne draufgehen und nochmal nachschauen, ob das auch wirklich der nächste richtige Auftrag ist. Fußballstadion, Tribünen, der 12. Mann. Die Tribünen müssen eine große Anzahl von Zuschauern tragen. Daher müssen viele Fertigbauteile präzise platziert werden, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten. Klingt wunderbar. Nehmen wir an. Machen wir einfach. So. Auftragsumfang wieder mittel. Auftrag annehmen. Kriegen wir hin. Sehr schön. Okay. Das ist wahrscheinlich dann auch dort unten, wo ich gedacht habe. Ja, das war da unten. Gut. Dann machen wir erstmal eine Schnellreise hier mit der Maschine dorthin. Genau, da wartet auch schon der Kollege. Jetzt ist auch hier der Platz ein bisschen mehr ausgeschmückt, wenn ich richtig sehe. Brücke sieht ordentlich aus. Können wir auch gleich nochmal von mir aus hochlatschen. Ich parke mal wieder hier an der Seite. So, dass es niemanden stört. Genau, Lichter alle gerade mal aus. Brauchen wir hier gerade nicht. Ja, Sitzgelegenheiten hat man auch hingebaut. Hier die Treppen sind auch beleuchtet. Daran hat man gedacht, aber an Rampen, dass man auch mit dem Fahrrad gut hoch kann und mit Rollstuhl und so weiter, hat man nicht gedacht. Aber runterspringen kann man nicht mehr so einfach, oder? Oh, doch. Putz. Das geht doch. Ja, aber ansonsten ganz schön gemacht. Von außen zwar ein bisschen Geschmackssache, finde ich, aber so von innen sieht es schon schön hell aus. Hell und einladend. So, da vorne haben wir sogar eine Wendestelle. Sehr gut. Bürgersteig lassen wir natürlich frei. Lichter machen wir auch gerade mal alle aus. So, dann haben wir nur noch den Kran da oben. Den kann ich dann so holen, wenn ich ihn brauche. Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Ich habe da aber auch ein Talent immer zu. Gut, der Kran müsste ja dann... Ah, da hinten steht er. Gut. Hallo. Lang nicht mehr gesehen. Na, wie steht's? Laut meinem Spielplan sind heute die ersten Tribünen dran. Fang am besten mit dem Dach an, da die Pfeilerfundamente wirklich gut durchhärten müssen, damit sie später das Dach tragen können. Wenn du das zuerst machst, sollte da genug Zeit zwischen sein. Ansonsten müssen nur noch die Tribünenteile rein. Ich will dich jetzt aber auch gar nicht zu lange aufhalten, also viel Erfolg. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schwierig. Falls wir da aber 1000 Bohrungen machen müssen, wo ich mal von ausgehe, dass wir bohren müssen, werde ich das wieder überspringen. Das kennt ihr ja schon, das machen wir ja bei allen Aufträgen, weil das Bohren halt stellenweise wirklich eine Katastrophe ist in dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile verbessert wurde, ich möchte es aber auch gar nicht mehr ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich habe es so oft probiert und es ist einfach eine Katastrophe. So, Oberboden abtragen, das kriegen wir hin, da brauchen wir nur eine Planierraupe für. Das ist ein großer Bereich. Kran können wir hier auch aufstellen, dann brauchen wir den Mobilkran vielleicht gar nicht. Ich würde den jetzt einfach mal von da oben wegholen. Ups, Moment, wollte ich eigentlich jetzt gar nicht markieren. Egal, steigen wir ein. Da müssen wir uns auf jeden Fall eine Planierraupe herholen. Oh, und dann können wir da loslegen. Lass mal ganz viel Material anliefern. Wir lassen trotzdem den Mobilkran auch mal hier. Kann ja sein, dass wir den noch brauchen. Das Gelände ist groß. Ich weiß nicht, ob wir überall mit dem Kran drankommen. Wir können aber auch einen großen Kran da aufstellen. Sollte kein Problem sein. Sehen wir dann. Ja, und hier müssen wir jetzt ganz viel Zeugs anliefern lassen. Gut. Okay, wo ist die Anlieferstelle? Die ist... Wo auch immer. Sehen wir dann. Gut. Also, lassen wir Sachen anliefern. Würde ich sagen, gehen wir hier gerade mal zum Baustoffhandel. Betreten wir gerade mal. Dann wählen wir uns einfach mal alles Mögliche aus. 7-mal brauchen wir das hier. 6-mal das. 11-mal hier die Betonschale. Oh Gott, wir werden so viel betonieren müssen. Das ist ja jetzt nicht so mein größtes Hobby hier betonieren, muss ich sagen, weil ich die Betonpumpen nicht so sehr mag. Aber vielleicht nutzen wir auch mal den Kübel, kommt drauf an. Kübel ist halt auch immer so eine Sache, musst halt 10.000 Mal nachfüllen. Gefühlt, also ist, ja, gut. Kranarbeiten gerne mittlerweile, aber, ja. Ah, da,
Okay, da ist unsere Anlieferungsstelle. Okay, ist jetzt alles doppelt und dreifach in die Höhe gestapelt. Wir haben einiges an Material jetzt hier bestellt. Oh Gott, das ist ja echt unglaublich viel. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon irgendwie los. Ich würde jetzt auch erstmal hier, glaube ich, mit dem Schnelleinsatzkran beginnen, mit einem kleinen. Und wenn wir dann einen größeren brauchen, holen wir uns einen größeren. Flugzeugschatten gerade schön auf dem Boden. Genau, fangen wir erstmal mit dem an, arbeiten wir hiermit. Oberboden abtragen können wir dann immer noch machen. Oder wollen wir erstmal Oberboden abtragen, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz zum Fahren. Ja, komm, wir holen erstmal die Planierraupe. Machen wir erstmal das. Fuhrpark, Planierraupe, wo haben wir sie denn? Ah, wir haben doch, glaube ich, auch noch eine beim Fahrzeughändler hier rumstehen, oder? Genau, die neue Planierraupe. Nehmen wir doch die einfach. Warum nicht? Die neue Liebherr-Planierraupe schon haben. Aus dem DLC können wir die auch benutzen. Schnellreise. Genau. So. Wir arbeiten hier schon wieder die ganze Nacht durch, oder? Wir haben 0.56 Uhr. Wir sollten mal eine Kaffeepause einlegen bis zum Morgen, dass wir ein bisschen Licht hier haben. Genau. Dann geht's jetzt los. Schild ist unten. Okay. Direkt mal angestoßen, Bürgersteig zerstört. Wunderbar. Geht ja schon gut los. Kann ja nur besser werden. Oh, das sieht gerade schon schön aus hier mit dem Windrädern im Hintergrund, die Sonne. Kann ich noch das Sichtfeld ein bisschen anders einstellen? So, zum Beispiel. Machen auch mal von vorne ein Foto. Ich brauche noch was fürs Thumbnail. So. Boah, so ist natürlich auch immer nice. Schöne Perspektive. So am Baugerät dran. Was auf den Thumbnails immer so ein bisschen schlecht dann anzubringen, dass das richtig cool aussieht. Na gut, kriegen wir hin. Gut, dann haben wir genug Fotos gemacht und dann können wir jetzt wirklich loslegen. So, dann läuft das. Ich würde jetzt mal in die Ego-Perspektive gehen. Ich wollte mal so ein bisschen bei dem DLC hier mehr mit der Ego-Perspektive arbeiten. Hat man ja bei den Kranarbeiten schon gemerkt, bei der Betonpumpe haben wir leider keine Ego-Perspektive so wirklich. Ja klar, man kann sich ins Cockpit quasi reinsetzen vorne und kann vorne rausgucken, aber mehr halt leider nicht. Beim Kran kann man halt schön arbeiten. Da wir die ganzen anderen Aufträge immer in der Außenperspektive abgearbeitet haben, wollte ich einfach mal bei dem DLC jetzt so ein bisschen die Ego-Perspektive vorziehen. Man sieht vielleicht nicht alles immer so extrem gut, aber einfach eigentlich vom Feeling viel besser so. So, hoch mit dem Schild. So, können wir es wieder runter machen. Man merkt halt überhaupt nicht bei der Planierraupe hier, dass man irgendwie Erde vor sich her schiebt. Das Biest zieht einfach durch. Da merkst du nichts. Problem ist halt bei der Planierraupe so ein bisschen. Allgemein, ich glaube auch bei der anderen Liebherr-Planierraupe war das auch so. Die war ja ähnliche Bauart. Und da war das auch so ein bisschen das Problem, dass du halt das Schild nicht neigen kannst. Das heißt, es tut immer ein bisschen Erde rechts und links neben dem Schild wieder quasi rausrutschen. Und wir haben hier immer noch so kleine Spuren, so kleine Bahnen dann stehen.
Das hast du bei der Case, bei der Kleinen halt nicht, weil du das Schild halt neigen kannst nach rechts und links und dann tust du halt gezielt die Erde in eine Richtung schieben. So, wir drehen eine kleine Runde. So, einmal gegenläufig. So. Schild wieder runter. Und da sind wir schon bei 42%. Nice. Na gut. Ich würde dann vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, natürlich gerne auch die Videos teilen, kommentieren und so weiter und so fort. Hilft alles dem Kanal wirklich sehr weiter. Und ja, gerne natürlich auch den Kanal mit der Kanalmitgliedschaft unterstützen. Hilft dem Kanal auch sehr weiter. Gibt dem Kanal dann auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, hier andere Projekte zu gestalten oder Projekte anders zu gestalten und so weiter und so fort. Oder auch mal Projekte zu zeigen, die eigentlich total gut in der Community ankommen, aber nicht ganz so viele Views haben, dass man die dann irgendwie anders oder noch länger laufen lässt, als eigentlich die Views es zulassen würden und so weiter und so fort. Hilft auf jeden Fall sehr dem Kanal weiter und gibt dir natürlich auch Vorteile. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach Spielen, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Link zu Instant Gaming und zu Amazon. Könnt ihr euch günstig und legal die Spiele kaufen und beziehungsweise das Spiel kaufen und gleichzeitig auch den Kanal unterstützen, wenn ihr den Link benutzt. Genau. Ja, für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.